Momentan habe ich so richtig Lust, noch ein Let's Play Teil heute hochzuladen. Also ich will dann so immer Let's Play Teile hochladen. Gut, D4 springt auf Let's C4, E6. Muss ich jetzt machen? Ja, das ist sowas, was der Budapester Gambit war ja E5 gewesen. Eine ähnliche Eröffnung ist das. Er fesselt den an. Ich kann das hier hinsetzen. Mal hier, kann ich das vermeiden, ich kann mit F3, das vermeiden hier. F3 deckt diese beiden Felder ab. Er vernehme Schach. Dann schlage ich wieder. Er rochiert. Mach ich. E4, ein schönes Zentrum. Macht der Springer C6 und dann ziehe ich den Läufer hier hin. Deckt diesen Bauern mal über. D5, soll ich den nehmen oder vorbeigehen? Nehmen, dann nimmt der Springer, oder, nein, ich glaube, da gehe ich lieber vorbei. Mit dem Bauern. Nimmt den weg, wäre nicht so schön gewesen. Jetzt verliere ich nämlich einen Bauern. Zack, ist der auch noch angegriffen. Ein bisschen was falsch gemacht hier. Das mit dem F3 war auch nicht das Schlaueste. Mal dazwischen. Sieht schon brenzlig aus. Da gehe ich doch. Das sieht schon ziemlich schlecht aus hier. Die Dame hier. Ich kann die Dame angreifen, dann will ich sie aber hochsetzen, kann ich sie nehmen, weil nehmen, dann ist der Turm weg. Das ist schon mal eine schlechte Ausgangsstellung hier. Springer hoch, dann kann ich mich hier ohne den Schach setzen. Hochschach setzen und muss da wahrscheinlich schon Risiko eingehen hier. Das ist natürlich ordentlich Risiko, Läufer hier, Dame hier in Schach. Okay, also den Springer gibt Schach. Den Turm, der wird hängen. König bewegen, hängt der Turm. Ich muss mir wahrscheinlich so schlagen. Jetzt will er den Turm nehmen. Gehe ich mit dem König hier hin. Er setzt den Turm. Noch war gar nicht bewegen, da der Turm hinterhängen würde. Daher setze ich jetzt nochmal den Turm ein weiter, damit ich den noch verzieren kann jetzt. Jetzt ziehe ich meine Läufer und greife die Dame an. Die muss sogar dahin. Hätte kein anderes Feld mehr gehabt. Jetzt greife ich sie noch einmal an. So erstmal. Und jetzt ist die Dame immer noch angegriffen. Ich wollte sie ziehen. Die Stellung ist nicht die beste, die ich hier habe. Hatte auch schon mal bessere Zeiten, dass ich Dame in Bewegung. Dame schlägt und ja. Wow, wird genau ein Schach. Nee. Gehe hier noch eine Linie runter. Ah, jetzt hängt der Bauer. Hängt der Bauer. Muss ich da oder doch irgendwie loswerden können. Läufer hier hin. Nee, hängt auch. Da hängt er. Da hängt der Bauer. Hängt in Sophia aber einmal. Da hängt so viel. Jetzt hängt er auf. Muss ich doch mal die Dame angreifen können. Jetzt setze ich sie einfach daneben.
Jetzt hängt der A2 Bauer hier hinten. Ich muss wahrscheinlich aber eher offensiver was angehen lassen hier. A2 hängt. Hier hin und Schach, König hoch. Nein, mache er nicht. Na, ein Trick, der funktioniert doch nicht wirklich, den ich machen wollte. Der Bauer hier. Ich werde da noch erstmal lieber von dieser Linie runter. Schach hoch. Dann den Läufer jetzt weg. Nehme mir seine Dame wieder und drohe matt. Ich habe drohe matt. Ich drohe matt. Matt. Ja, ich bin doch noch besiegt. Obwohl ich weniger Material hatte. Spiel gewonnen. Das zweite Spiel Stufe 4 erst einmal. Geh erstmal bis zu den ersten paar Parts nochmal Stufe 4 spielen. Und erst mit 5 werde ich mit Weiß und dann werde ich 5 mal mit Schwarz spielen. Und da hat er das eine Matt-Drohne nicht gesehen. Der Turm deckt die Dame, setzt sie matt. Aber ich sehe vom Material her, der Schwarz hat deutlich mehr gehabt. Also, er hatte hier. Also er hatte nur 1, 2, 3 Leichtfiguren, einen Turm und 2 Bauern. Ich habe 1, 2, 3 Leichtfiguren, einen Turm und 1, 2, 3, 4, 5 Bauern. Er hatte also 3 Bauern mehr, aber matt setzen ist matt setzen. Und ich hätte Aussehen gefunden. Den König hätte er hier zur Seite setzen können, oder? Oder irgendwie vielleicht im G7-Punkt da, meine ich, zu verteidigen. Aber matt zum Glück noch gewonnen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Part.